So, und jetzt versuchen wir es nochmal, nachdem ich hier ein paar Mal schon verzweifelt bin, weil einfach mit E sie nicht die Bohne schneller geschwommen ist. Liegt wohl daran, weil man Shift drücken muss und nicht E. Da hätte ich mir hier einen Wolf warten können und wundere mich, dass ich jedes Mal hier sterbe. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, sowas muss doch gefixt werden. Möchte nicht wissen, wie viele hier noch an der Nummer gescheitert sind. Ich musste wirklich eben googeln, damit ich weiß, okay, ich brauche, muss die Shift-Taste drücken und nicht die E-Taste, damit sie schneller schwimmt. So, na gut. Das Ding sieht aus, als würde es zusammenbrechen, wenn ich darüber laufe. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Na doch nicht. Sowjetanlage. Jetzt haben wir uns gar nicht das schöne Schiff vorgenommen da. Na gut. Egal. Okay, hier haben wir ein Lager. Wow, was war denn das? Tiefer Schnee. Ach, die junge Ich Dame bin nicht dein Feind. kennen wir doch von vorhin. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten? Schleichen. Sieben Leute hier draußen. Sie Sie sind die scheinen schon alte sehr lange hier zu Sowjetbasis. sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert, vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen Sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer Sie sind, ich fürchte, Sie sind in großer Gefahr. Hoffen wir, dass das alte Sprichwort vom Feind meines Feindes zutrifft. Upgrades verfügbar. Nee, hier. Outfits. Okay. Im Moment haben wir das Weiße an. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Das ist ein bisschen sehr. Ach komm, wir bleiben jetzt hier bei dem Weißen. Gut, okay. Also, ich bin nicht so der Typ, der hier in jedes Grab rennen muss. Aber mal schauen. So, und jetzt müssen wir wahrscheinlich darunter. Damit wir uns in die alte Basis dort schleichen können. Wow.
Da kommt ein Häschen angehoppelt. Oh, was liegt denn hier? Okay, mal schauen, ob wir hier noch mehr finden. Okay, die Tür hat möglicherweise nachher nochmal Bedeutung, könnte ich mir denken. Nichts für ihn tun. Ein Doter. Alle Einheiten, neue Infos. Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Hey, hört mich jemand? Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack, ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. So, so. Wir müssen den Funk wieder in Gang kriegen. Neunzehn Pfeile haben wir. Okay. Der hat sich jetzt verdrückt. Was war denn das jetzt? Ein lautloser Kill. Mit Objekten ablenken. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift 3 bewaffnete Männer mit einer Axt an. Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Wer zur Hölle sind diese Leute? Laut Erstaufklärung sollte ein altes Dorf in den Bergen sein. Haben dort bloß Bauern erwartet. Wir dachten, sie würden sich kampflos ergeben. Bauern am Arsch. Scheiße! Ich sehe dich! Okay, das war jetzt. Das war jetzt ein wenig. So, man hört die Wölfe. Hier ist was zum... Okay, und das sind die Flaschen, mit denen ich dann schmeißen soll, oder was? Super. Hat mir jetzt ja wahnsinnig viel gebracht.
Ups, was war denn das? Achso, die Flasche hier. Ich renn mal hier lang. Na. Untersuchen Sie den Hubschrauberlandeplatz. Okay. Da kommen noch mehr von Ihnen. Na toll. Ausschaltet, will ich die Kisten möglichst weit weg vom Feuer haben. Sofort! Da ist Munition drin. Dürfen wir auf keinen Fall verlieren. C ist kriechen. Ich habe ein paar Minuten keine Schüsse mehr gehört. Ich glaube, wir sind sicher. Verlass dich nicht drauf. Bleiben wir wachsam, bis der Funk zum Gefängnis wieder läuft. Wir sind auf uns allein gestellt. Das war Konstantins Hubschrauber. Was zur Hölle will der hier unten? Schwer zu sagen. Okay. Ein Mann wurde zum Verhören lebend gefangen. Uns drei Männer gekostet. Ich schätze, die Zentrale will wissen, was dabei rauskommt. Konstantin erwartet mehr von uns. Jemand muss für diesen Fehler bezahlen. Die Munition hat Priorität. Sie muss getrennt bleiben von den Rationen. Ich glaube, wir sollten sie in Reichweite haben. Yes, sir. Der Fortschrittsseilpfeil. Die meisten Rationen sind bei der Explosion verbrannt. Das hier ist ein Fehlschlag. Okay, was ist das? Wir sollten Fallen rund ums Gebiet legen. Hiermit kann ich für ein paar Überraschungen sorgen. Ach komm, wir probieren das einfach mal. Wer ist da? Ich glaube, da draußen ist jemand. Nein, da ist keiner. Mir gehen jetzt hier echt die Pfeile langsam aus. Na ja, gut, 17 habe ich noch. Was ist das eigentlich? Genau da! Feind! Du packst das! Das war ein Treffer! Werde beschossen! Bring dir es zu Ende! Verdammt! Nicht gut! Nicht gut. Gar nicht gut. Ich hoffe, das war's. So, mal ein bisschen sammeln jetzt hier. Komme ich nicht hoch. Ah.
Okay, das sind... Ja, gut. Lampen! Wo müssen wir denn jetzt hin? Habe ich jetzt aber Schwein gehabt, dass das so geklappt hat. So, kann ich hier was machen? Nee, hier kann ich nichts machen. Alarm, wir haben einen Eindringling! Von wo kam denn die Meldung jetzt hier? Hallo? Hallo? Hey, wie finde ich denn das? Kommt mir hier. Nee, so nicht. Halbautomatische Pistole. Haben wir gefunden. Sehr schön. So, Musik hat aufgehört. Also gehe ich mal davon aus, dass im Moment auch kein Feindkontakt mehr stattfinden wird. Frage, die ich mir nur gerade stelle, soll ich hier rauf oder nicht? Wir gehen einfach mal rauf hier. Gucken uns das mal an. Ja. Halt, falsch. Okay. Ja, was denn? Komme ich jetzt hier... Oh, nee, ne? Ach, du meine Güte. Okay. Dann eben hier lang. Ganz großes Kino. Dann gehen wir jetzt hier lang. Ja. So. Dann sind wir jetzt in der Basis. Aber irgendwie geht es hier nicht weiter. Oder? Nee. Hier geht's nicht weiter. Moment, das muss ich mir hier erstmal einen Überblick verschaffen. Wo es hier weitergeht. Was sagt denn unsere... Aha, okay. Der sagt mir... Ah.
Weg damit. Aha. Das war's, wir haben keine Zeit mehr. Erschieß ihn. Ich hab keine Angst vor dem Tod. Na, den verdammten Segen ab. Jetzt. Ein schrecklicher Tod. Die Uhr tickt. Du wirst hier sterben, verstehst du? Außer du sagst mir, was ich wissen will. Nicht nur du. Deine ganze Familie. Jeder. Ein qualvoller Tod. Und wir schauen zu. Du hast... Okay. Agios Soteos. Agios Prophetes. Agios Satanatros. Eleisonimas. Was erzählt sie hier? Sie haben ihn gefangen. Muss. Oh nein. Nein, nein, nein. Okay. Nicht gut. Gar nicht gut. Zum Knacken des Schlosses E gedrückt halten. Gibt es hier sonst noch irgendwas, was ich brauche? Nee, scheinbar. Da drüben ist noch was. Suchen wir uns mal. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen. Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual. Weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Wie auch immer. So, hier liegt auch jemand. Hä? Das war aber nicht ich. Ich warte nicht. So, jetzt hier durch die Tür. Benötigen Sie den Dietrich. Dietrich, komm mal her, mach mir die Tür auf. Okay, den Dietrich. Den Dietrich. Dietrich, bist du hier? Okay, was haben wir jetzt? Ah, noch eine Waffe. Aha. Sehr schön. Gefällt mir. So. So. Ist hier noch irgendwas? Nö. Gibt's nichts mehr? Boah, immer noch kein Dietrich. Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, quetschen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Ventil haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Tust du nicht. Nein.
Wie könnte das jemand wie... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Keine Angst vor dem Schmerz. Unser Ziel ist fast erreicht. Aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben. Und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Na, das sind ja Methoden. Was machen wir mit ihm? Finden Sie einen Weg ins alte Gefängnis, teuer. Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Das Ventil hat wohl versagt. Okay, dann schließen wir es. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, ich mach das. Mach ich. Halte das da mal fest. Ich brauche mehr Hebel. Jetzt alle platt, oder? Verdammt. Die Kupplung ist hin. Kannst du mir mal helfen? Ja, klar. Identifizieren Sie sich. Ich bin's. Wir verlieren den ganzen Scheiß Treibstoff. Wie sieht's denn aus? Verdammt! Na los! Halt! Nicht mit roher Gewalt! Mit Angriff! Wir werden angegriffen! Oh! Da! Schieß doch! Okay, war das jetzt gemein? Nee, ne? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich habe ihn bloß von seinen Schmerzen erlöst. Und die anderen gleich mit dazu. So. Nehmen wir mal mit. Haben wir denn hier? Munition können wir nicht mitnehmen. Alles voll! So, und wir wollen jetzt hier durch. Aber was ist das eigentlich? Ups! Jetzt eine gute Idee ist, da gleich rauszustürmen. Wir machen es einfach mal. Okay, okay, okay. Aua! Ein paar Medikamente.
Medikamente mitgenommen. Also nicht Medikamente, Pflanzen. Und hier haben wir ein Lager. Und ich denke, das wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll. Konstantin ist hier. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Er ist brutal, gefährlich. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander. Aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Seine Männer sprachen von einem Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. So, und wir machen für heute Schluss. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Natürlich freut es mich, wenn es euch gefallen hat. Und vielleicht, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.